Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Hauke Wendt und gemeinsam mit meiner Ehefrau Jackie, die auch die künstlerische und pädagogische Leiterin der Musicalschule Ahrensburg ist, freue ich mich, Ihnen das Weihnachtskonzert der Musicalschule präsentieren zu können. In diesem Jahr findet dieses Konzert natürlich unter ganz besonderen Voraussetzungen statt. Die meiste Zeit des Jahres durften wir keinen Präsenzunterricht abhalten, sondern haben aus diesem umgebauten Studio, was wir das Corona-TV-Studio nennen, unseren Unterricht online abgehalten, in über 340 Unterrichtseinheiten, die wir produziert haben. Unsere Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam mit unseren Dozenten, die sich ganz fantastisch auf diese neue Situation eingestellt haben, ein herzliches Dankeschön stellvertretend für alle an Jackie, auf diese Situation eingestellt, den Unterricht online abgehalten und die kommenden Titel extra einstudiert. Die Schülerinnen und Schüler sind dann hergekommen, haben ein individuelles Coaching bekommen, haben dann noch eine Sonderschicht für Mikrofon- und Kameraarbeit bekommen und wir haben die Schüler einzeln aufgenommen und hinterher zusammengefügt. Das bedeutet, die Chöre, die Sie gleich sehen, und die Ensembles haben sich in den letzten Monaten in dieser Form leider so nicht sehen können. Umso erstaunlicher finde ich das Ergebnis. So viel sei schon einmal verraten. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur bei unseren Lehrern, sondern bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Familien bedanken, die uns in diesem Jahr so weit unterstützt haben, dass dieses Weihnachtskonzert überhaupt noch stattfinden kann. Denn natürlich ist diese ganze Situation für einen Betrieb wie unseren extrem herausfordernd. Umso stolzer sind wir darauf, dass alle Musicalgruppen dieses Konzert gemeinsam für Sie gestaltet haben. Es bleibt mir, Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, auch wenn es ein ganz besonderes sein wird, zu wünschen, sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und nie war es wahrscheinlich so wichtig und so angebracht, Ihnen Glück und vor allem Gesundheit zu wünschen. Merry Christmas und viel Spaß beim Anschauen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Corona-konformen Weihnachtskonzert mit den Musicalgruppen der Musicalschule Ahrensburg. Mütter und Väter, Brüder und Schwestern, Omas und Opas. Ach was, liebe Familien und Freunde, wir wünschen euch viel Spaß. Und vom Himmel hoch.
der Schnee. Du liebe Zeit, es schneit, die Flocken fliegen und bleiben liegen. Ach bitte sehr, noch mehr, noch mehr. Ich möchte gerne tanzen. Meine Damen und Herren, der kommende Beitrag wird im Radio viel zu wenig gespielt. Daher springen unsere Teenager-Gruppen vom Mittwoch ein, denn was wäre der Dezember ohne Last Christmas? I know you fool me again.
Es war einmal, vor langer Zeit, ein junges Rentier namens Rudolf und er lebte am Nordpol. Rudolf war ein fröhliches und freundliches Rentier und liebte es, im Schnee zu spielen. Eines Tages aber bemerkten die anderen Rentiere, dass Rudolf eine sehr große und knallrote Nase hatte und zogen ihn fortan und ohne Gnade damit auf. Rudolf war sehr traurig, denn es war Heiligabend und er war besorgt, dass er wegen seiner auffälligen Nase nicht dazu ausgewählt werden würde, den Schlitten des Weihnachtsmannes zu ziehen. Er machte sich auf den Weg zum Weihnachtsmann und seinen Helfern, die gerade die ganzen Geschenke vorbereiteten. Sie waren stets freundlich zu Rudolf und sagten niemals etwas über seine Nase. Schließlich rief der Weihnachtsmann: »So, nun wird es Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Lasst uns die Geschenke verstauen.« Als sie fertig waren, fragte der Weihnachtsmann: »Wo sind meine 8 Rentiere? Ich benötige Stärke, um meinen Schlitten zu ziehen.« Der Weihnachtsmann sah sich um und bemerkte, dass ein dichter Nebel aufgezogen war und war besorgt, dass er im Nebel seinen Weg nicht finden könne. Da sah er auf einmal Rudolfs knallrote Nase und hatte eine Idee. »Rudolf«, rief er, »bitte leuchte uns mit deiner knallroten Nase heute Nacht den Weg für meinen Schlitten.« Die anderen Rentiere machten Platz für Rudolf. Jetzt liebten sie ihn und sagten, was für ein besonderes Rentier er war. Von nun an war Rudolf des Weihnachtsmannes erste Wahl am Heiligabend. When the snow falls wunderbar and the children happy are. When the glad ice on the street and we all a Glühwein need. Then you know es ist soweit. She's here, the Weihnachtszeit. Every Parkhaus ist besetzt, weil die People fahren jetzt. All to Kaufhaus Mediamarkt kriegen nearly Herzinfarkt, shopping hirnverbrannte things and the Christmas Glocke rings.
Mother in the kitchen bakes Schokonuss and Mandel cakes. Daddy in the Nebenraum schmückt a riesen Weihnachtsbaum. He's hanging off the balls when he from the lighter falls. Finally the Kinderlein to the Zimmer kommen rein. And a sings the family schauerlich, oh Christmas tree. And then jeder in the house is packing the Geschenke aus. Mama finds unter the Tanne eine brand new Teflon Pfanne. Papa gets Schlips und Socken. Everybody does frohlocken. President speaks in TV. All around is harmony. Bis Mother in the kitchen runs. Im Ofen burns the Weihnachtsgans. And then comes the Feuerwehr with Tatütata daher. And they bring a long, long Schlauch and a long, long Leiter auch. And they schrei, Wassermarsch! Christmas is now im Eimer. Merry Christmas, Merry Christmas. Hear the music, see the lights. Frohe Weihnacht, Merry Christmas allerseits.